So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Baumschneidevideo. Heute werden wir die Albizia, den Seidenbaum hinter mir schneiden. Nicht formmäßig schneiden, sondern nur tote alte Triebe, vielleicht den ein oder anderen Ast, der falsch wächst. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sehen jetzt hier zum Beispiel einen Ast, der ist komplett braun. Der hat keinen Saft mehr drin und wir sehen zum Beispiel hier unten kommt ein neuer Trieb. Das heißt, wir werden den so weit wie möglich einfach abschneiden und somit die Wundheilung an der Stelle erleichtern und verbessern, damit sowas einfach wegkommt. Dieser Trieb hier ist auch kaputt. Der ist direkt an einem Hauptast abgestorben. Den werden wir gänzlich entfernen. Aber ich bin jetzt hier mit der Kamera auf der Leiter. Ich kann jetzt hier nicht schneiden und filmen gleichzeitig, deswegen werde ich die Kamera kurz wegstellen und das versuchen irgendwie von weitem zu filmen. So, wir werden zum einen eine Konkavzange verwenden. Das ist einfach, um die Schnittstelle besser verheilen zu lassen. Die schneidet ein bisschen tiefer in das Holz rein an der Stelle und somit kann die Wunde besser verwachsen. Für andere Schnitte werden wir eine ganz normale Rosenschere einfach verwenden, damit wir hier schön zurückschneiden können. So, ich kletter mal jetzt hier auf den Baum drauf. Ich versuche das einfach so gut wie möglich zu filmen, dass ihr seht, wo am Baum Äste abgeschnitten werden bzw. vertrocknete Triebe entfernt werden. Wir schauen hier wirklich, dass wir alle möglichen Triebe entfernen, die eben weggetrocknet sind. Und dass wir auch die Wunde so tief wie möglich in den Ast reinschneiden, wie es eben mit der Zange möglich ist. Natürlich sollten wir die Wunde nicht zu groß werden lassen, denn große Wunden verheilen immer schlechter als kleine. Aber lieber eine gute Wunde machen als eine schlechte Wunde, die dann ewig braucht zum Verheilen. So, ich schaue jetzt hier nach links und rechts, ob ich irgendwelche trockenen Triebe sehe. Natürlich müssen wir die Perspektive noch wechseln, weil sonst der ganze Baum überhaupt nicht drauf passt. Der Baum ist ab Erdlevel ungefähr 6 Meter hoch, beziehungsweise so zwischen 5 und 6 Meter. An der einen Stelle ist er eben niedriger, an der anderen Stelle höher. Wir werden jetzt zu einer anderen Ansicht wechseln. Da sehen wir sehr, sehr viele kleine Triebe, die abgestorben sind, die auch relativ senkrecht gewachsen sind. Das hat den Grund, dass sie letztes Jahr im Spätsommer fast keine Sonne mehr bekommen haben, weil die Krone so dicht verwachsen war und somit keine Nährstoffe im Holz eingespeichert werden konnten für den Winter beziehungsweise für den nächsten Frühjahresaustrieb dann. Und dadurch wurden die kleinen dünnen Äste einfach vernachlässigt und können somit nicht mehr austreiben. Deswegen kommen die weg. Die Wunden zeige ich wie gesagt gleich, nachdem wir alles entfernt haben. Hier sehen wir auch direkt an einem großen Hauptast abgetrocknet. Wahrscheinlich ist es mitten in der Krone und somit einfach vernachlässigt worden. Nicht schlimm für den Baum, das macht ihm überhaupt nichts. Wir sehen hier die ganze Pracht von dem Baum, wirklich ein wunderschönes Exemplar. Ungefähr vor, ich würde mal schätzen, 6 bis 7 Jahren gepflanzt. Damals war er auch schon 6 bis 7 Jahre alt, also würde ich schätzen, dass er so zwischen 12 und 15 Jahren ist. Genau weiß ich es nicht mehr, aber er ist maximal 15 Jahre alt und wächst dementsprechend dafür sehr, sehr gut. Ihr seht jetzt hier, dass ich hier noch ein paar Äste entferne aus einer weiteren Perspektive, weil ganz so gut zeigen kann ich es nicht, weil ich kann die Kamera nicht mit auf den Baum nehmen und dabei schneiden. Ich muss mich irgendwie festhalten, dass ich nicht runterplumps, weil es doch schon relativ hoch ist. Aber ich hoffe, ich konnte es jetzt so zeigen und jetzt schauen wir uns mal die Wunden an. So,
So, wir sehen jetzt hier die erste Wunde. Ist von einem der stärkeren Äste gewesen. Wir sehen wunderbar, dass eben der Ast an sich innen noch nicht komplett vertrocknet war, was gut natürlich für die Wundheilung ist, weil das Cambium noch intakt ist und somit die Wunde schön verschlossen werden kann. So, wir sehen jetzt hier leider verwackelt zwei Wunden, die ich vor 3 Jahren geschnitten habe, wunderschön verheilt, also klappt es so, wie wir das machen. Auch hier ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das war eine sehr, sehr große Wunde, die hat im Durchmesser ungefähr 4,5 cm, ist aber perfekt verheilt, war vor ungefähr 4 bis 5 Jahren. Also wir sehen, die Albizia macht wirklich top Wundheilung. So, die Veränderung am Baum ist jetzt nicht allzu krass zu sehen, aber ihr seht hier, was ich in der Hand habe. Ich habe hier mal grob zusammengesammelt, was wir abgeschnitten haben. Sehr, sehr viel Totholz. Ihr habt gesehen, wenn wir die Schnittwunden schön einarbeiten mit der Konkavzange, wie wir am Anfang gesehen haben, dann verheilt es wunderbar. Der Baum bekommt eine viel glattere Struktur. Es sind keine Totholzbereiche mehr und allgemein ist es einfach so ein schönerer Anblick, ohne dass irgendwo zwischendrin Totholzbereiche sind. Ein Problem habe ich, ganz oben an die Krone komme ich nicht dran. Dafür reicht einfach meine Leiter nicht aus. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache, aber ich denke, das bekomme ich irgendwie hin. Also muss ich mal schauen. So, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, würde mich super freuen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao. So, und jetzt schön weiter wachsen.